Alex, ein Mann oder eine Frau? Ein Mann. Ein Mann. Hallo Domian. 24 Jahre alt. Genau. Ich kann nicht anders. Ja. Sagst du? Ja, genau. Warum? Mit dem Schlagen, also Prügeln. Ich bin Hooligan. Mhm. Und bei mir ist es fast wie eine Sucht, Wochenende ins Stadion zu gehen. Mhm. Und eben sich mit den gegnerischen Fans zu prügeln. Mhm. Findest du es gut, was du da machst? Es werden keine Unschuldigen mit reingezogen. Mhm. Es sind gegnerische Fans, die das auch wollen. Mhm. Wird sich teilweise telefonisch verabredet. Mhm. Und das ist ja schon bekloppt, ne? Wenn man sich vorstellt, da verabreden sich erwachsene Männer, ja, um sich die Köpfe einzuschlagen. Ja, ist schon richtig. Es ist schon ein bisschen, irgendwo ein bisschen sehr dämlich. Ja, ne, wenn man so von außen sieht, ne? Von außen betrachtet. Ja, na klar. Aber das baut sich bei den Fans immer mehr auf. Also kommen immer neuere dazu. Mhm. Und sag mal, Alex, unser Titel heißt Ich kann nicht anders. Ja. Sagt ja auch so ein bisschen aus, irgendwie möchte ich schon, aber ich bin in so einem Sog drin. Ist das bei dir auch so? Dass ja. du eigentlich, wenn du so ganz frei entscheiden könntest, sagen würdest, nee, eigentlich möchte ich davon weg. Ich selber nicht. Sondern? Familie, Freundin. Mhm. Also die wissen Bescheid. Mhm. Zum Anfang habe ich gesagt, ich fahre bloß zum Fußball, mhm. schau mir die Spiele an. Mhm. Dem ist aber nicht so. Mhm. So, ist das jetzt so, dass du dich jedes Wochenende schlägst? Fast jedes Wochenende. Fast jedes Wochenende. Wenn es die Zeit zulässt, dann mhm. eigentlich ja. Dieses machst du jetzt seit wie vielen Jahren schon? Seit circa 5 Jahren. Seit 5 Jahren seit schon? Seit 5, 6 Jahren, genau. Hm. Warst du selbst schon schwer verletzt? Rippenbruch. Mhm. Ja, diverse Platzwunden, mhm. Abschürfungen und mhm. Eben blaues Auge gehört auch dazu. Ja, weißt du, was du schon angerichtet hast an Verletzungen? Nein. Das weißt du nicht. Das können schlimmste Dinge sein, die von denen du hinterher gar nichts erfahren hast. Genau. Mhm. Jetzt versuche doch mal einem vollkommen unbeteiligten Menschen, mhm. wie ich das bin und 99% der Zuschauer und Zuhörer auch, ja. dieses begreiflich zu machen, was da schön dran ist, sich wirklich da jedes Wochenende die Schädel einzuschlagen. Ja, also bei uns praktisch... Das hat ja mit Fußball nichts mehr zu tun, ne? Mit Fußballfreude. Jeder Fußballfan, also ja. die ich so kenne, die zeigen mir auch einen Vogel, wenn ich den von diesem Thema ankomme. Also erklär es mir ja, und bei uns ist das so, da staut sich die Woche praktisch Frust von der Arbeit auf. Also Frust Arbeit, Frust zu Hause, Frust mit der Freundin. Oh, mit meiner Freundin habe ich keinen Frust. Na gut, also egal. Irgendwelche Frustfaktoren aus der Woche. Genau, von der Arbeit teilweise meistens. Ne? Mhm, und ja, das wird dann meist schon, vorm Spiel wird die Frust dann praktisch abgebaut, mhm. wenn es möglich ist. Mhm. Wenn dann zum Beispiel die Mannschaft noch verliert, mhm. dann natürlich nach dem Spiel erst recht. Mhm. Also ist praktisch bloß Frustabbau. Aber ist doch sehr primitiv, so den Frust abzubauen, ne? Ja, sicher. Sehr primitiv und hochgradig gefährlich. Es kann gefährlich werden. Hochgradig ja. gefährlich. Einmal gefährdest du das Leben anderer und die Gesundheit anderer Menschen. Ja, also bei uns ist ein ungeschriebenes Gesetz, heißt das. Wenn einer am Boden liegt, ist vorbei, dann hört man auf. Ja, Alex, aber ich muss dir ja nichts erzählen, dass bis jemand zu Boden fällt, er auch schon so schwer verletzt sein kann unter Umständen, dass er im Rollstuhl landet. Ne? Sicher. Ne? Das, darüber müssen wir nicht reden, dass eine schwere Verletzung durchaus passieren kann. Ist auch richtig. Wenn man das gar nicht will oder wenn man denkt, na, ich habe ja nicht so fest zugeschlagen. So, du gefährdest das Leben und die Gesundheit anderer Menschen permanent. Und du ja. gefährdest dein eigenes Leben und deine eigene Gesundheit. Ja, mit dem anderen, mit dem ich mich prügel, der will das ja praktisch auch. Das sind ja auch Hooligan. Mhm. Und die wollen das auch. Ja, aber das rechtfertigt noch gar nicht, dass du den krankenhausreif schläfst, auch wenn der das... Er versucht ja dasselbe bei mir auch. Also, naja, ich meine... Ja, aber niemand zwingt euch dazu. Du machst es ja mit, ne? Genau. Du machst es ja mit und trägst, wenn du ihn rollstuhlreif schlägst, trägst auch du die Verantwortung. Die Verantwortung, ne? Ja. Auch, da kannst du zehnmal sagen, na, der wollte ja auch, aber das ist ja keine Rechtfertigung. Ja. Ne? Ja. So. Jetzt, du hast eine Freundin, sagst du. Ja. Mit der kommst du gut klar. Ja, sie sagt, ich bin der Liebste, den sie je hatte, also... Mhm. Du bist sonst im Leben gar nicht so gewalttätig. Nein. Und die arme Freundin sitzt wahrscheinlich dann jedes Wochenende zitternd zu Hause und denkt sich, mein Gott, was geht da ab und wie kommt er wieder nach Hause? Genau. Mhm. Sie hat Angst um mich. Mhm. Verstehst du das? Pff, ja, ich kann es verstehen. Mhm. Was sagen deine Eltern, deine Mutter zum Beispiel? Ja, meine Mutter...
Na, was sagt eine Mutter, wenn sich der Sohn prügelt Wochenende? Also sie also, findet es nicht schön. Also die ist auch nicht begeistert und auch sehr besorgt um dich. Besorgt ist sie schon. Die ist auch besorgt. Mhm. Ja, sicher. Du willst sicher mal auch mal Vater werden, ne? Ja. Vielleicht sogar mit der Freundin, die du jetzt hast, weil du sie ja offensichtlich sehr gerne hast. Ne? Ja. Glaubst du, dass du ein tolles Vorbild für deinen Sohn, wenn du vielleicht einen Sohn bekommst oder für deine Tochter? Ich denke, wenn ich ein Kind habe, dann wird sich das sicherlich ändern. Warum sollte sich das nicht vorher schon ändern? Irgendwann wird man diesem Kind erzählen, dein Vater, bevor du auf die Welt kamst, Kind, hat das und das und das angerichtet. Ja, ist halt noch, man will eben noch, ohne Kind ist man noch ein bisschen freier, man will... Ja, aber du bist ein Mann von 24 Jahren, du bist keine 17, wo man vielleicht noch ungestümer ist oder so. Ja. Du bist ein Karl von 24 Jahren, ja, mit dem man ja auch sehr vernünftig reden kann, das merke ich ja. Ja. Der müsste doch eigentlich ein bisschen so mit Logik und mit überzeugenden Argumenten auch zu erreichen sein. Ja, sicher. Aber es ist halt wie eine Sucht, das ist... Ja, aber da kann man auch gegen angehen. Man freut sich praktisch schon, wenn jetzt Sonnabend... Viertel nach fünf das Spiel vorbei ist, dann freut man sich praktisch schon wieder auf nächste Wochenende. Also Alex, weißt, ich kann ja verstehen, dass man in dem einen oder anderen Job oder in vielen Jobs hat man, da staut sich Frust an. Jo. Aber es gibt ja nur auch viele andere Möglichkeiten, Frust abzubauen. Dann mach Kampfsport, geh Boxen. Mach ich. Machst du? Ja, ich gehe nach der Arbeit in der Woche gehe ich ins Fitnessstudio und mach Taibo. Ja, ist doch schon mal ein Anfang. Und wenn das nicht reicht, mal such dir doch noch eine Sportart, um dich einfach zu entladen. Wenn es das ist, was du auch so brauchst, dass du dich einfach körperlich entladen musst, was sich da aufgestaut hat in der Woche. Ja. Also ich sage jetzt nochmal, das absolute Hauptargument für mich ist, dass du jemand anderen wirklich lebenslänglich schaden könntest oder dir selbst. Mhm. Oder dir ja, selbst. Ja, also da hätte ich auch, sag ich mal, Angst vor. Also So, und dann allein auch aus Rücksichtnahme auf deine Freundin, die du liebst. Ja. Und wenn man eine Frau liebt, muss man darauf Rücksicht nehmen und muss man das für sie tun, finde ich. Ja. So, und auch aus Rücksichtnahme auf deine Mutter. Ja. Also jetzt haben wir eigentlich die Argumente, die sind jetzt so erschlagend, dass du nicht mehr schlägst, hoffe ich. Ja. Ja, also... Nein, ich glaube, es geht... Ich verspreche meiner Mutter, also speziell meine Mutter, also die macht sich ja am meisten Sorgen. Mhm. Also der habe ich schon so oft versprochen, aber... Was machst du eigentlich vom Beruf? Ich bin im Tiefbau. Im Tiefbau? Ja. Also eine harte Szene so mit den Männern und so. Ja, ja. Gut. Ja, es gibt auch bei uns Leute, die kommen von der Bank, die sind Banker oder die sind irgendwo im Krankenhaus angestellt. Ja, ja, das also, glaube ich auch. Das ist das, was aus allen Bereichen gibt. Also ich glaube, Alex, dass du auch nur davon wegkommst, wenn du einen radikalen Schnitt machst. Ich glaube, dass du dich dann ganz auch aus dieser Szene herausschneiden musst, verabschieden musst. Ist nicht so einfach. Nee, ist mir völlig klar. Ist immer nie einfach, wenn man in irgendeiner Szene drin hängt, die man eigentlich nicht will. Müssen wir nicht drüber diskutieren. Einfach ist es nicht. Aber es geht. Aber es geht. Und ja, wenn du hart genug bist und Kerl genug bist, ja, dir den Kopf einzuschlagen mit anderen Männern und mutig bist, dann müsstest du auch hart genug sein und stark genug sein, dich aus dieser Szene selbst rauszuziehen. Ja. Finde ich. Ja. Finde ich, wirklich. Ja. Alex. Ja. Ich hoffe, du tust es. Ja. Mehr kann ich nicht sagen. Gut, alles klar. Alles Gute. Okay, tschüss, Thomas. Tschüss.